Begriff digitale Transformation ist ja wie viele andere in der Vergangenheit auf einmal so aufgepoppt. Ich möchte mal sagen, dass der für Großkonzerne auch sehr gut brauchbar ist, weil man da in vielen Meetings und Präsentationen dann sehr gut drüber reden kann. Und der Begriff umfasst für mich aber nur einen Teilaspekt. Transformieren, das hat für mich irgendwo was mit einem Trafo zu tun, also so einer Umwandlung. Und das assoziiert für mich vielfach, ich nehme eine Menge Tools, schmeiße die in den Trafo rein und dann kommt da hinten als perfektes Unternehmen ein sogenanntes Social Business raus. Und das passt für mich nicht, weil es nicht funktionieren wird. Die wesentlichen Aspekte, die hier fehlen, sind die Menschen. Und die Menschen kann ich nicht in Transformatoren stecken oder in Umwandlungsprozesse, sondern die Menschen müssen sich selber verändern und selber einbringen. Und das ist das, was ich bei dem Begriff, wie er landläufig auch vielfach diskutiert wird, digitale Transformation, in der Tat schmerzlich vermisse. Dass ich würde gerne vor allen Dingen auch für Kleinst- und Kleinunternehmer diesen Begriff streichen wollen und sagen, guck mal, wo kannst du eigentlich Chancen deiner persönlichen Veränderung in deinen Arbeitsprozessen entdecken? Und das ist einfach ein menschennaherer Ansatz als dieser wuchtige digitale Transformationsbegriff. Unterschied ist darin gesehen, dass man Social Business eher auf das große Ganze bezieht. Also ein Unternehmen wandelt sich, ein größeres Unternehmen, in dem es soziale Technologien, soziale kollaborative Anwendungen einsetzt und dadurch die Vernetzung und den Austausch anregt der Kollegen und Kolleginnen untereinander. Und Smarter Working ist eher so die Einzelaktivität des Kollegen. Er versucht, sein Handeln, sein Arbeiten, sein Lernen im Unternehmen ja persönlicher zu optimieren und auch im Austausch mit seinem Team und auch im Austausch mit dem Kunden, ja, gewinnbringender zu gestalten, effizienter zu gestalten, indem er kollaborative Anwendungen einsetzt. Ja, viele denken dann, oh, Lernen und Arbeiten, eigentlich zwei verschiedene Felder, jetzt muss ich doppelt die Sachen erledigen. Einerseits muss ich, wenn mir die Weiterbildungsabteilung verordnet, jetzt ein Training absolvieren und muss wieder Zeit opfern und kann in der Zeit meine Mails nicht checken und so weiter, ne? Und die Sachen abarbeiten. Ich glaube, dass das viel stärker zusammenwächst, denn wenn man so in die Szene reinhört und auch sich mit Experten in dem Bereich austauscht, und auch selbst eigene Erfahrungen macht, dann stellt man fest, dass man sehr, sehr viel informell lernt, ja, im Arbeitsalltag selbst bestimmte Dinge sich erarbeitet. Wie muss ich eine Präsentation aufbereiten? Welche Methode wende ich an, um beim Kunden etwas zu präsentieren? Wie tausche ich mich da mit den Kollegen aus, um das vorzubereiten? Das sind alles Lerneffekte, die man innerhalb, des Unternehmens mit den Kollegen beim Arbeiten hat. Und das wächst durch kollaborative Anwendungen und der Einsatz einer kollaborativen Arbeitsumgebung mehr und mehr zusammen. Warum ist es besser? Also weil ich halt asynchron dadurch arbeiten kann, indem ich verteilt arbeite, dass ich flexibel arbeiten kann und dass ich eher ergebnisorientiert arbeiten kann. Und wenn man da bestimmte Strukturen etabliert, Regeln aufstellt, dann kommt man auch wesentlich schneller zu besseren Ergebnissen im gemeinsamen Verbund. Durch die Netzwerkgesellschaft haben sich auch neue Arbeitsformen herausgebildet, die so ein kreativeres Ambiente auch ermöglichen. Da Coworking Spaces, da die ganzen digitalen Nomaden, die globale Workforce, die man auch nutzen kann, wenn man will, ist in Deutschland noch nicht so ganz so beliebt. Also viele, die eine andere Ökonomie wollen, weil es so nicht mehr weitergeht, die eine andere Kultur wollen und die anders arbeiten wollen. Alle in der Zwischenzeit arbeiten ja alle Wissensarbeit digital und haben sich da eingerichtet und tun sich aber schwer dann mit diesem Change von diesem Einzelnen, während die jungen Leute gleich theoretisch gleich in diese neue Welt einsteigen können und da mitwachsen können. Was sie aber auch nicht tun, weil man darf ja nicht unter den Teppich kehren, dass unser Bildungssystem im Moment ja sehr zurückliegt in vielerlei Hinsicht. Und vor allen Dingen auch, was die Arbeitsmethoden anbelangt. Und insofern lernt man dort auch nicht, wie man eigentlich heute arbeiten könnte. Also